nicht. Auf dich vertrau ich und fürcht mich nicht. Auf dich vertrau ich und fürcht mich nicht. Meine Hoffnung und meine Freude, meine Stärke, mein Licht. Christus, meine Zuversicht. Auf dich vertrau ich und fürcht mich nicht. Auf dich vertrau ich. Herzlich willkommen zur Taizé-Andacht nach dem Sonntag Kantate, mal wieder hier im Gemeindesaal in Brinkum. Lasst uns beten. Unser Abendgebet steige auf zu dir, Herr, und es senke sich herab auf uns dein Erbarmen. Dein ist der Tag und dein ist die Nacht. Lass, wenn des Tages Schein vergeht, das Licht deiner Wahrheit uns leuchten. Geleite uns zur Ruhe der Nacht und schenke uns einen neuen Anfang. Amen. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Singet dem Herrn ein neues Lied, denn er tut Wunder. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Er schafft Heil mit seiner Rechten und mit seinem heiligen Arm. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Er lässt sein Heil verkündigen. Vor den Völkern macht er seine Gerechtigkeit offenbar. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Er gedenkt an seine Gnade und Treue für das Haus Israel. Aller Weltenden sehen das Heil unseres Gottes. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Jauchzet dem Herrn alle Welt, singet, rühmet und lobet. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Lobet den Herrn mit Harfen und mit Saitenspiel. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Mit Trompeten und Posaunen jauchzet vor dem Herrn, dem König. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Das Meer brause und was darinnen ist, der Erdkreis und die darauf wohnen. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Die Ströme sollen in die Hände klatschen und alle Berge seien fröhlich vor dem Herrn, denn er kommt, das Erdreich zu richten. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Er wird den Erdkreis richten mit Gerechtigkeit und die Völker, wie es recht ist. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geiste. Halleluja, Halleluja, Halleluja.
es war im Anfang, jetzt und immer da. Und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Heute Abend wollte ich euch gerne das alte Evangelium für den Sonntag Kantate vorlesen, das schon Evangelium war jahrhundertelang, bevor die Reformation aufkam und bei evangelischen wie katholischen gleichermaßen das Evangelium blieb, bis an das 20. Jahrhundert heran. Es steht aufgeschrieben bei Johannes im 16. Kapitel vom 5. Vers an. Christus spricht: Jetzt aber gehe ich hin zu dem, der mich gesandt hat. Und niemand von euch fragt mich, wo gehst du hin? Doch weil ich dies zu euch geredet habe, ist euer Herz voll Trauer. Aber ich sage euch die Wahrheit: Es ist gut für euch, dass ich weggehe. Denn wenn ich nicht weggehe, kommt der Tröster nicht zu euch. Wenn ich aber gehe, werde ich ihn zu euch senden. Und wenn er kommt, wird er der Welt die Augen auftun über die Sünde und über die Gerechtigkeit und über das Gericht. Über die Sünde, dass sie nicht an mich glauben. Über die Gerechtigkeit, dass ich zum Vater gehe und ihr mich hinfort nicht seht. Und über das Gericht, dass der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Ich habe euch noch viel zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht ertragen. Wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch in aller Wahrheit leiten. Denn er wird nicht aus sich selber reden, sondern was er hören wird, das wird er reden, und was zukünftig ist, wird er euch verkündigen. Er wird mich verherrlichen, denn von dem Meinen wird er es nehmen und euch verkündigen. Soweit das Evangelium, das alte Evangelium für den Sonntag Kantate. Unsere Augen sind stets auf den Herrn. Unsere Augen sind stets auf den Herrn. Unsere Augen sind stets auf den Herrn. Ihr Lieben, dieses alte Evangelium zum Sonntag Kantate ist wirklich harte Kost. Und ich denke, zwei Stichwörter vor allem haben dafür gesorgt, dieses Evangelium von diesem Sonntag hinweg zu befördern. Das eine ist, Jesus sagt seinen Jüngern auf den Kopf zu: Euer Herz ist voll Trauer. Das wollte man am Kantatesonntag nicht haben. Und das andere ist das Stichwort Gericht. Da machen wir gerne einen Bogen drum. Das wollen wir nicht hören, das wollen wir nicht haben. Ich zweifle überhaupt daran, ob ein solches Gericht anerkannt wird unter den Bedingungen unserer Zeit. Erwünscht und ersehnt wird es von den wenigsten. Jetzt aber der Reihe nach. Warum dieses Evangelium für diesen Sonntag?
Bekanntermaßen ist Jesus von den Toten auferstanden am Ostersonntag. Er erscheint seinen Jüngern danach lebendig, allerdings bei verschlossenen Türen. Und bei verschlossenen Türen kann man in einen Raum nicht hineingelangen, solange man ein Mensch von Fleisch und Blut ist. Es geht nicht, durch die Wand kann keiner von uns. Das bedeutet wiederum auch, dass die Jünger den Jesus nicht mehr haben wie bislang. Nicht mehr greifbar, nicht mehr als einen, der sich einfach so ins Gespräch einschaltet oder dem man schnell mal eben was fragen kann und er antwortet. Die Jünger müssen mit den veränderten Verhältnissen fertig werden. Und die sind für sie so grundlegend verändert, dass sie das in eine Krise stürzt. Und zu jeder Krise gehört auch ein Prozess der Trauer. Gucken Sie mal die Krise an, in der wir gerade sind, die Corona-Krise. Da sind auch Elemente der Trauer, mit denen wir durch die Gegend laufen. Dieses Unbefangene, dass Enkelkinder ihre in einer anderen Stadt wohnenden Großeltern mal besuchen und dann umhalsen können, das ist augenblicklich gerade nicht da und das verursacht auch Trauer. Also, die Trauer hat in der Zeit nach Ostern einen Platz, denn sie gehört dazu, dass die Jünger sich neu orientieren müssen. Und das sagt Jesus ihnen auf den Kopf zu. Weil ich euch gesagt habe, ich gehe zu Gott zurück, ist euer Herz jetzt voll Trauer. Und dann fügt er aber an, es ist euch gut, also es ist für euch gut, wenn ich weggehe. Denn dann kommt der Tröster. Der kann nicht kommen, solange ich hier bei euch bin. Das ist auch normal, wenn Jesus da griffbereit ist, wozu braucht man so einen? Übrigens, das Wort Tröster ist ein etwas matter Versuch, das wiederzugeben, was in dem griechischen Wort Parakletos eingefangen ist. Der Parakletos ist noch mehr als ein Tröster. Der Parakletos, den ruft man herbei und dann tut er ganz viele wunderbare Dinge. Er wischt nicht bloß Tränen ab, wie man es von einem Tröster erwartet, sondern er verleiht dem Verstummten Stimme. Er vertritt den Rechtlosen vor Gericht. Und also man kann die Liste noch sehr erweitern, was der alles macht, dieser Beistand. Beistand ist vielleicht für uns heute das bessere Wort als Tröster. Also der kann nur kommen, wenn ich gehe. Solange ich da bin, braucht ihr keinen Tröster und er kommt da auch nicht. Und wenn er dann kommt, dann wird er euch und allen Menschen die Augen auftun über drei Dinge. Die Sünde, Gerechtigkeit und das Gericht. Über die Sünde, Jesus sagt das ausdrücklich, dass sie nicht an mich glauben. Wieso ist das eine Sünde? Es ist eine Sünde deswegen, weil wer Jesus am Werk sieht, eigentlich erkennen muss, dass da Gott am Werk ist, Gott selber. Und deswegen an ihn glauben muss. Und wer das nun nicht tut, obgleich sich doch eigentlich völlig von selbst erklärt, gibt damit zu erkennen, dass er Gott gar nicht kennt. Denn er erkennt ihn in dem Leben, Wirken und Reden Jesu nicht wieder. Damit zeigt dieser Mensch seine Trennung, seine Geschiedenheit von Gott an. Das ist seine Sünde, seine Trennung von Gott. Das zweite ist, der Heilige Geist wird den Leuten die Augen auftun über die Gerechtigkeit. Jesus erklärt dazu, dass ich zum Vater gehe und ihr mich hinfort nicht seht. Damit ist eine Gerechtigkeit hergestellt, denn den Jüngern ist ein Privileg, das sie bislang exklusiv hatten, genommen. Sie haben Jesus nicht mehr in Fleisch und Blut an ihrer Tafelrunde sitzen. Und damit sind die Jünger allen anderen Menschen gleichgeschaltet und gleichgestellt. Jeder Mensch, Jünger, Nachgeborene, Fremde, hat Zugang zu Gott nur im Geist und durch den Geist. Andere Möglichkeiten gibt es jetzt nicht mehr. Das ist eine Gerechtigkeit. Und das Dritte, worüber der Heilige Geist den Leuten die Augen auftut, das ist,
das Gericht. Und dazu sagt Jesus ausdrücklich, das Gericht ist, dass der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Also der Teufel ist verurteilt. Das ist ein Urteil, das uns nicht trifft, sondern es trifft den Teufel, den Fürsten der Welt. Es trifft uns nur, insofern wir uns mit dem Fürsten der Welt, seinen Machenschaften, seinen Zielen identifizieren. Es gibt genügend Leute, die tun das. Wenn wir uns nur an Christus klammern, an ihm uns ausrichten, seine Ziele zu unseren machen, dann werden wir mit dem Fürsten der Welt und all seinem Gefolge immer mal wieder Probleme kriegen. Aber nicht Probleme mit dem Gericht, sondern da sind wir schon durch. Es ist an mehreren Stellen Johannes Evangelium aus dem Munde Jesu zu hören. Wer an mich glaubt, der ist schon durch das Gericht hindurch. Dann sagt Jesus, ich habe euch noch viel zu sagen, aber das könnt ihr jetzt gar nicht alles verdauen. Aber der Geist, der wird euch zu seiner Zeit und zur rechten Zeit schon in die Wahrheit leiten, die dann dran ist. Und er wird vorher verkünden, was zukünftig ist. Und an dieser Stelle sind manche Christen jetzt ganz jibberig. Das war immer ihr Interesse, vorher zu wissen, was künftig sein wird. Nee, so funktioniert Prophetie nicht und so funktioniert auch der Heilige Geist nicht. Ganz selten mal gibt der Heilige Geist im Voraus zu erkennen, was zukünftig sein wird. Also in dem Sinne, wie beim Jesaja irgendwas steht, was sich dann 700 Jahre später, in dem Moment, wo Christus zur Welt kommt, erst erfüllen wird. Solche Art Zukunftsansagen gibt es in der Regel vom Heiligen Geist nicht. Und wenn es sie gibt, sind sie für die Zeitgenossen nicht erkennbar, sondern öffnen sich erst zu der Zeit, wenn es dran ist. So auch hier. Es wird euch vom Heiligen Geist vorverkündigt, was zukünftig ist, im Sinne der Zeitansage. Ihr wisst, was dran ist. Deswegen möchte ich diese Behauptung, es wird für euch vorverkündigt, was zukünftig kommt, das möchte ich ganz bewusst in Gegensatz stellen zu dem sonst so gerne aufgemachten Gegensatz von Heiligen Geist und Zeitgeist. Der Heilige Geist ist nicht ein Gegner des Zeitgeistes, nicht notwendig, sondern der Heilige Geist wird zur rechten Zeit ansagen, was in dieser Zeit dran ist zu tun. Der Heilige Geist wird in einer Hinsicht immer derselbe bleiben, weil er immer aus der bedingungslosen Liebe Gottes zu den Menschen schöpft und verteilt. Uns an dieser bedingungslosen Liebe Anteil gibt, damit wir was zum Verteilen haben. Das bleibt sich durch die Zeiten hindurch gleich. Aber in jeder Zeit ist diese bedingungslose Liebe Gottes zu den Menschen vor besondere Widerstände und Herausforderungen gestellt. Und wir, wenn wir für diese Liebe eintreten wollen, eben auch. Und dafür wird uns dann sehr zeitgeistig, nämlich dem Geist dieser Zeit entsprechend, gesagt und gegeben, wie wir dieser Liebe, der bedingungslosen Liebe Gottes zu den Menschen, unter den Bedingungen dieser Zeit Raum schaffen, Ausdruck verleihen und sie ausbreiten können. Das ist die ganze Botschaft. Nicht der Zeitgeist ist böse, sondern Menschen würzen den Geist der Zeit mit dem, was sie da an Bösen einbringen. So, das ist eigentlich alles. Wenn der Geist etwas tut, dann ist es das, was er von Christus nimmt und uns gibt. Also, lasst uns offen sein für das, was dieser Geist uns schenkt und wozu er uns begeistert. Und wenn wir Zweifel haben, ob es er ist oder irgendein Ungeist, dann lasst uns das, was der Geist uns gibt, neben das halten, was Christus gesagt und getan hat. Und dann werden wir wissen,
Ist's vom Heiligen Geist oder ist's von einem Ungeist? Und entsprechend können wir uns dann verhalten. Amen. Wie das alte Evangelium zum Sonntagkantate, so kommt auch der heutige Antwortgesang aus den Abschiedsreden Jesu nach dem Johannesevangelium. Und dieser Gesang geht so. Lasst uns beten. Lieber Gott, Vater im Himmel, durch Christus bitten wir dich um deinen Heiligen Geist. Schütte ihn aus reichlich. Füll damit unser Herz, dass wir voll werden von deiner Liebe, dass uns die Augen aufgetan werden zu erkennen, dass der Fürst dieser Welt gerichtet ist, so sehr er uns auch droht. Und dass wir mit einem Herzen voller Liebe dieses Leben meistern und bestehen können. Auch dazu gib uns deinen Geist, dass wir uns dessen gewiss werden und dann mutig losgehen, offenen Auges und vollen Herzens. Darum bitten wir dich durch Christus, unseren Herrn. Amen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Halte du, Herr, um uns wacht wie um den Stern im Auge. Und unter dem Schatten deiner Flügel bewahre uns. Es segne und behüte uns Gott, der Allmächtige und Barmherzige, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen. Auf dich.